Wir haben Bob Wallace und seine Storyville Jazz Band zu einem kurzen Interview während der Probe im Dresdner Kulturpalast hier auf der Treppe. 1975 war die Band beim Festival dabei, war ein so großer Erfolg, dass sie 76 auf DDR-Tournee ging und nun zum 10. ist sie hier. Bob, you're coming for the third time in our country. Would you like please to introduce your band, because you have new numbers? This is Charlie Sherbourne, trombone. Posaune, Charlie Sherbourne. Foy Cairns, clarinet. Alan Poston, drums. Alan Poston, drums? Yeah, yeah. Lindsay Cooper, on the bass, the tuba. Yeah. And Chiefy Armit, piano. Clavier, national trumpet. And vocals. Bob Wallace. Wie lange ist er schon im Jazzgeschäft? How long are you working in the jazz field? How many years now? Oh, 25, 26. Ungefähr 25, 26 Jahre. Man nennt ihn ja einen der alten großen Haudegen des englischen Jazz. I think you have played in a lot of bands before you started your own band. Er hat in vielen Bands gespielt, bevor er selbst anfing. Which famous bands have you played with? Have a look. Money Sunshine, Diz Dizzley, Papa Boo. That's it. Ja, man hat es gut verstanden, glaube ich. Wie seid ihr zusammengekommen? Du sprichst ja auch ein bisschen Deutsch. Wie seid ihr? Kleine. Ja, wie seid ihr zusammengekommen für diesen Auftritt hier? Wie habt ihr euch zusammengefunden? Denn ihr spielt ja nicht immer zusammen. Langsam, langsam, bitte. Karl-Heinz, du musst sprechen langsam. Aber du hast mich verstanden. Nein. Well, ein bisschen. You're not always together. Well, no, we do live apart. Yes. I don't translate it. Bob, how did you come together with your group for this tour, for this festival tour? Because you don't play with the members all the time. Yes, yeah. This is the regular band. It's a regular band because some came from Zurich, some came from London. But we work in Zurich most of the time. And two of them are married there now and live there, married. Also die Band arbeitet fast die ganze Zeit jetzt in Zürich. Einige der Musikanten sind aber in England verheiratet und drum fahren sie hin und wieder mal nach Hause. Die Band ist aber ansonsten, wie sie hier spielt, immer beisammen. That's your steady band in the moment. Yeah, this is a regular band. Yeah. Where have you been in the past? Maybe the last two or three years. Where have you played? Well, mainly Switzerland, Madeira, Canada, Germany, Holland. That means you are always on tour. When not on tour, then you're in Zürich. Yeah. Was ist der Grund, dass du speziell in Zürich dein Zuhause gesucht hast? What's the main reason that you are founded your home now in Zürich? Well, our playing home. That's only our playing home, because it's a good club. It's a very good place to play. Es ist also ein sehr guter Club in Zürich und deshalb hat er sich in Zürich so gut wie niedergelassen mit seiner Musikantenmannschaft. Ich nannte ihn mal den berühmtesten Reibeisensopran des Jazz. Man hört es auch beim Sprechen. Would you like, please, would you be so kind to sing only some tunes for our listeners? Some, yes, just a tune. Yes, do it. A short, yes, only a short one. Yes, do it. Please, be so kind. Just a short song. 8 bars or so. It's interesting to hear your very special voice sing. Yeah, please do it. Yes, the band will give you some rhythm. Yeah. Boom, da, boom, da, boom, da, 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 boom, da, boom, da, boom, da, 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 da, ja, ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Das ist Bob Wallace, wie er leibt und lebt. Mm-hmm.
Clash them boogie.